Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Und heute habe ich ein ganz besonderes Video am Start, denn heute gibt es das XXL Epic Event Video von der internationalen Welt 60. Und für ein Oldschool Epic Event darf natürlich ein Gast nicht fehlen. Und zwar habe ich keine Kosten und Mühen gescheut, ja, euch den einzigartigen, voll umwogenen, epochanten The Golden Pain zurückzuholen. Ich grüße dich, Hallöchen. Guten Tag, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Ne? Bin gerne hier. Und Dorsa hat natürlich wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Nee, das hat mich nämlich gar nichts gekostet. Ja, ein bisschen Mühe hat es mich gekostet, dich aus der Kluft rauszuholen, ja. Aber ansonsten. Ja, aber das ist schwierig so. Ja. Das ist ein Investment dann. Das ist auf jeden Fall. Der Pain ist ganz tief versunken in der Kluft. Für die Leute, die sich fragen, ja, der Painy hat mit SF nicht mehr ganz so viel am Hute. Es hören ja in letzter Zeit auch viele auf zu spielen so. Ist halt einfach so, ne? Muss man akzeptieren. Kann man jetzt auch nichts gegen machen. Trotzdem, vielleicht für das ein oder andere Video ist natürlich schön, immer mal seine Stimme zu hören und das Ganze in eure Ohren einzumassieren. Ja. Boah. Wer uns schon ein bisschen länger verfolgt, der kennt ja bestimmt die ganzen legendären Epic-Event-Videos von früher. Das war ja immer ein Highlight wie eine Deckenlampe und die Sprüche sind auch genauso alt wie das Videoformat selbst. Und deswegen, ja, also wie gesagt, Painy spielt nicht mehr, ich spiele jetzt, er macht so ein bisschen nebenbei Commentary und wir befinden uns für dein Verständnis, ich weiß ja nicht, wie sehr aktiv du doch den Content verfolgst. Ja. Wir befinden uns auf der Welt 60 Int und hier habe ich eine Challenge am Laufen, ne? Und zwar steht das hier schon, ich muss in 200 Tagen mit dem Char hier Stufe 400 erreichen, ansonsten kommt mein Wikingerbart ab. Komplett. Nee. Ja, naja. Und am 6.6. ist es dann soweit. Da wird der Server hier 200 Tage alt und bis dahin muss ich es halt schaffen. Und das ist die Challenge. Okay. Ja. Und ich hoffe mal, dass das Epic-Event jetzt... Oh, nice. Oh, ja, siehst du, läuft doch schon. Ja, gar nicht skriptet. Oh, Mensch, oh, wo kommt der denn her? Nein! Das habe ich echt nicht. Also, ja, ist krass, gut. Ja, geht gut los, auf jeden Fall. Was brauchst du auf dem Char? Ah, ist ein Magier, ne? Ja, ist ein Magier. Ja. Das kenne ich noch, ja. Ja, also, es ist so eine Just-for-Fun-Challenge. Und ich würde mal sagen, bevor wir hier irgendwas kaufen, kennst du ja auch noch, ne? Die guten alten Dungeons. Nee, habe ich nie gemacht. Ich war nur Free-to-Play. Ja. den Dungeon kenne ich sogar. Echt? Kennst du die neuen Dungeons? Die neuen Dungeons habe ich gemacht, habe ich gefeiert, weil das, glaube ich, der erste Anime-Dungeon war. Ja, genau. Ja. Bist du da komplett durchrasiert auch? Habe ich komplett durch, ja. Nice, nice, nice. Der Main hat ja die Lichtwelt noch komplett geschafft und dann... Ja, Schatten war ein bisschen schwieriger, ne? Ja, Schatten ist schon sehr viel schwieriger, ja. Da bin ich nicht so weit gekommen. Ja. Ich könnte nachschauen, aber... dauert halt ein bisschen, bis man da... Der ist schon knackig, ne? Oh, let's go! Siehst du, das ist auch nur die Spitze des Eisbergs hier. Ja, warte mal, Eisberg! Anderen zwei gehen doch dann auch, oder? Die danach folgenden, oder was? Ich glaube, ja, oder? Du, oder war das erst nach dem? Ich habe das auch gar nicht mehr auf dem Schirm hier alles, ne? Ey, das ist... Also, diese ganzen Dungeons hier und so, ich bin ja auch kompletter Late-Game-Spieler, so. Bin ich gar nicht gewohnt, das Ganze. Also, die ein oder anderen werden bestimmt ein paar Prozent Chancen haben. Der ist auch safe machbar hier. Ja, aber zu viel muss man da jetzt auch nicht reinstellen. Das Ding ist halt, ich müsste halt dann wieder ein komplettes Level aufsteigen, ja. So. Wenn es sich denn lohnen würde, hier noch ein bisschen reinzupilzen. Wie können wir in der Schattenwelt schauen hier? Mal schauen, in der Schattenwelt. Diesem Early-Zeug kenne ich mich auch gar nicht aus, ne? Das ganze Design ist für dich auch neu hier, ne?
Nee, die kenne ich ja noch alles. Also dann wurde dann. Nee, ich meine so das Overlay hier, so dass man hier nach unten und oben scrollen kann. Ne? Oh, nice. Ja, das ist, was ich sag doch, Schattenwelt geht noch. Nee, aber das kam doch zusammen mit den. Mit den Dungeons, mit den ja. Fünf neuen Dungeons, genau. Ah, dann, okay, na gut. Die ja. Hatte ich ja noch alle mitgemacht, so. Dann ist schlüssig. Ja. Wie den Schlüssel, den ich hier für den 11. brauche. Wenn ich den jetzt hier rauskriege, ne, aus der Mine. Ach, nicht ausgebaute Mine zu sehen, auch sehr komisch. Ja, mach dir nichts raus, wird noch. Ich weiß nicht, mach ich da jetzt noch ein? Nee, wir gucken mal. Wir schauen mal in Werbelwind rein. Ja, du, ich. Ich. Hand in Hand? Hauptsächlich. Und da holen wir uns noch das Level ab. Das snacken wir uns jetzt noch ganz kurz. Der Werbelwind gab es ja auch noch, ja. So, 301. Oh, reicht jetzt erstmal. So, was haben wir hier überhaupt? Intelligenz? Ja, gut. Bewahren wir uns erstmal aus. Und jetzt geht der eigentliche Part los, ja. Ich weiß gar nicht, wie sehr viel besser meine Items hier eigentlich werden können auf dem Account. Da hast du schon mal alle Attribute Waffe, die freut man sich gut. Doch mal zu sehen. Aber plus 63 DSS, das geht, glaube ich, in eine gute Richtung. Also, ja, da müssen wir den guten Flasher finden. Ja, ich habe auch gleich dran denken müssen. Da ja. Der gute Flasher. Hat Spaß gemacht, ja. Oh. Jetzt bin ich auch, ja. Aber die hat, ich möchte nicht das schwarze Schaf sein. Ja? Ich möchte nicht der sein. Aber die hat bestimmt eine Kackspanne. Ich hab's gesagt, also. Schmutz. Hater würden sagen, ist geskriptet, ne? Ja, du hast es raufbeschworen. Ich hab Konterauge gemacht. Du machst Auge, nur dass das Auge abgewendet wird. Konter, okay, alles klar. Ja, okay, gut. Ja, lass mich jetzt nicht unterkriegen hier. Da pilzen wir jetzt weiter rein hier. Gürtel. Ja, das ist ein Dreistead-Gürtel. Ja. Naja, aber die Rüstung muss ja auch nicht sein hier. Die muss auch nicht sein. Was, und 3 Millionen Groschen wollen die dafür? Hier. Guck mal, und auch günstig. Ja, aber, nee, ist ein Schnapper. Aber plus 18 ist jetzt auch nicht so viel hier, ne, irgendwie, ne? Ich glaube, ich habe ein paar Items, die sind relativ aktuell. Und der Rest ist gar nicht mal so aktuell. Also, ja, ich weiß nicht. Ja, aber also plus 18 reicht es auch nicht raus, ne? Ich meine, das ist zwar ein Schnapper, aber. Ja. Da tust du ja mehr Geld rausschmeißen fürs neue Verzaubern und sowas. Ja, dann. Deswegen, safe. Ja, ich werde mal schauen. Also hauptsächlich im Waffenladen die Waffe. Das ist alle Attribute. Kann ich gleich skippen. Und dann müssen wir mal schauen. Also das Teil hier, das sind ja alles, ne, darf man ja nicht vergessen, das sind ja alles Legi-Items. Und das, was wir hier suchen, sind Epics. Und die Epics überwiegen aber schon die Legis, weil die schon so alt sind. Beziehungsweise, weil ich so viele Level gemacht habe in kurzer Zeit. Ja. Die kriegen auch schon Board. Und wie sieht's aus? Kriegst du schon wieder Bock aufs Game oder was, wenn du das hier siehst? Kriegst du? Oh, guck mal hier. Ja, den würde ich nehmen. Ja, der ist gut. Der kann. Ich muss ja den Sonnenhelm da oben so betrachten, den du da oben links hattest jetzt. Ne? Ja, wieso? Das ist der aus dem neuen Legi-Set da gewesen, ne? Aus dem. Ja, es gibt viele neue Legi. Na gut, hier habe ich jetzt noch nicht so viel, weil der Server noch nicht so alt ist. Aber das ist. Ein Elbenring? Ja, einer der etwas neueren. Und das nutzlose Schwert sieht auch cool aus. Ja, also es sind viele coole neue Sachen hinzugekommen, so bei den Legis. So. Mühe gegeben. Ja, ausnahmsweise mal. Na, aber kann man ja auch mal, weißt. Ja, naja, klar. Gute Woche gehabt. Oh, nee. Schade. Ich muss mal. Also Rüstung brauchen wir definitiv noch. Und Schuhe. Ja, Helm haben wir. Ein Gürtel, die sind Kette, ja Glücksbringer. Gürtel kann man auch. Ja, geht. Ansonsten, geht. ich glaube, ich werde im Zauberladen wäre ich glücklicher. Aber wir brauchen halt so oder so brauchen wir eine neue Waffe. Ja, die führt nichts herum. Das wird wieder eine Epic Quest hier. Mit guter Spanne, auf jeden Fall. Ja. Ich mach's nächstes Mal wieder Konterauge. Ist das so eine Strategie, die du hast? Ja, hat auch bei mir immer gut funktioniert. Okay. Aber das hast du noch nicht im Sammelalbum? Nein. Ja, siehst du ich mal, ne? Ich glaube, das kann man auch. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich meine, es ist relativ günstig. Ach, scheiß drauf.
Scheiß drauf, Digga. Ich komplett mich, ich komp, ich equip mich einfach komplett neu. Ja, Payne, ansonsten, wie geht's dir? Ist alles gut? Was macht das Haus, Kindergarten? Kindergarten sind im Kindergarten. Und Kinder im Garten. Spielen im Garten, oh, das ist doch dumm, ja, ist das doch. Schön, ja, 6 Millionen für den Schmutz, würde ich den aber woanders wieder einführen. Spuck ich an. Spuck ich. Die piss ich. Ja, ich weiß nicht, ich glaube mit den Waffen, das ist heute wieder so ein Zeichen irgendwie. Aber Schuhe? Nee, Rüstung. Rüstung. Ja, aber die Rüstung, oh. Scheiß doch drauf, du bist doch Image. Oh, die ist es. Was sagst du, Spanne? Ist gut, ich sag, die ist es. Die Waffe fürs Leben. Wäre schön. Dann wären wir hier relativ schnell durch heute. Hm, ja, müssen ja auch Feierabend machen. Oh, nee, Digga! Digga, ich glaube, wir holen hier gerade alte Dämonen wieder hoch, Alter. Digga. Welcher Azubi hatte denn da seine Finger im Spiel? Das war gar nicht mal der Azubi, das war allerhöchstens die Putzkraft, die das gemacht hat. Alter, nee, ich glaube, wir beschwören hier irgendwelche dunklen Achsenmächte von früher, Alter. Ja, aber siehst du, es gemerkt, das Konterauge bringt's halt auch nur, wenn du das Konterauge benutzt. Also, nächste dann wieder andere Richtung. Nee, ich glaube, ich blick das nicht so ganz mit den ganzen Augen, Alter. Ja, nee. Ich mache erstmal Folgendes. Ich gucke erstmal, ich equip das erstmal hier, dass ich dann schon weiß, aha. Dass du mal Überblick kriegst, ne? Richtig. Ja. So nämlich. 85. Ja, das kann man eigentlich auch schon hier. Naja, mach an. Zack. Ran an den Mann. So, das Ding kommt hier rein. Dann weg damit. So, das Ding weg. Wir brauchen den Überblick hier. Plus 33 geht besser. Bewahre ich mir aber erstmal auf für den Fall der Fälle. Für alle Zeiten. Für den Falle, dass ich falle. In eine Falle. Ja, Rüstung, gut, kann man machen, aber also, ne, ist halt Mage 10%, ich weiß, was du meinst, so, ne? Aber, aber mehr ist auch besser. Ich glaube, wir werden. Wenn du so einen Krückstock als Item dann nimmst, weißt du? Oh, da auch noch nicht Sammelage. Ah, ja, scheiß ich drauf. Ich habe auch, du, ey, ich habe, das ist auch zusätzliche Challenge, ne? Der Arena-Manager, weil ich da überhaupt gar keinen Bock drauf habe. Ist auch immer noch ein gutes Update, muss man einfach sagen. Spiele ich die Challenge hier komplett ohne. Also ich. Kronen wurden bei dir also noch nicht erfunden, sagst du. Was wurde nicht erfunden? Die Kronen? Runen, ja, die wurden noch nicht erfunden, oder? Die Runen? Ja. Ach so. Oh, eine Glückswaffe. Ehemalige Glückswaffe. Ja. So, ja, jetzt, also. Dann jetzt, sag ich, die ist jetzt Schmutz. Dann sag ich, die ist gut. Okay. Oder ist das jetzt falsch mit dem Konter? Nee, ich geh dafür. Weil Minus und Minus gibt immer Plus. Aber ich. Hinterfrag's nicht. Okay, let's go. Ja? Ja? Ja. Ja? Halt. Ey. Also. Leave it or take it, ich sag's dir, wie es ist, ne? Ich glaube, es wird auch nicht mehr besser heute hier. Nee. Das ist so das Ding. Und pass auf, jetzt werde ich die nehmen. Ich kaufe die jetzt einfach, um dir zu zeigen, dass die nächste Waffe jetzt einfach eine 2000er rechts raus oder so ist. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was. Solange sie die nicht links raus hat, ne? Ja. Ich muss mal gucken hier. Guck mal, hier, da, nämlich so. Also von der Spanne her. Von der Spanne geht's noch, ist noch ein bisschen spannender hier. Aber da spannen die uns wieder auf die Folter. Wie Spanner hinterm Fensterbrett, ne? Boah, guck mal, Double Epic direkt hier. Ja, oh, genau. Ja, also das, da muss der Bogen mal gespannt werden hier, wie bei der Kunigunde. Ne? Oder die Pferdekutsche muss auch mal gespannt werden. Sei denn, du fasst in einen Elektrodraht rein, dann bist du auch auf Spannung. Kommen noch welche, oder? Ich wollte jetzt nicht deinen Moment kaputt machen, weißt du? Nee, da habe ich schon selbst kaputt gemacht. Euch pur. Ach ja, ein Gürtel brauche ich auch noch. Gürtel. Ein Gürtel. Mit dem Gürtel hier? Ist die Frage. Wird's noch besser heute? Also, ich sag's dir, wie es ist. Ich sehe hier einen Trend und der bewegt sich nicht nach oben, ne? Ich risk es. Riskier es. Okay. Du bist also. So. Ja, wagemutig. Oh, hast du das gesehen? Epic, es gibt ja. Gibt's also auch noch?
Ja, ich dachte nicht, aber anscheinend Playa. Also wenn Payne und Dorsa, Payne X Dorsa wieder zusammenkommen, dann geht auch das anscheinend wieder. Ja, anscheinend, also ja, muss ja. Du hattest ja auch das Oldschool Epic Event angekündigt, von dem her. Ja, also. Gibt's jetzt auch die Oldschool Game Fassung dann, ne? Geht auch die kompletten Oldschool Bugs, beziehungsweise so war es ja früher. Oh. Also da. Ja, also da der, ja? Ne? Du zuerst? Du? Oh, okay. Aber du zuerst? Ja, nee, mach du mal. Wie bei dem Video, wo wir beide nicht antworten, beide still sind, weil wir beide irgendwie die ranhalten. Und dann das sagt. Das beklemmende Gucken in die Kamera von beiden. So. Ja. Sagt einfach niemand mehr irgendwas. Nee, die hat einen Platz in meinem Herzen. Deswegen sage ich, ist die gut. Ja, ich weiß ja nicht, was du für ein Herz hast. Ich hätte Konterauge nehmen sollen, das sagst du, wie es ist, ne? Hätte ich das vorher gewusst. Digga, du hast ein. Ich glaube, du hast kein gutes Herz. Oh, danke. Ich sag's dir so, wie es ist, wenn es tief in dein Herzen gewesen ist. Also. Ah, du, keine Ahnung. Ich hab gesagt, die hat einen Platz in meinem Herzen, aber nicht, dass sie gut für mich ist, weißt du? Ach so. Oh, okay. Hey, ja, Katalea und so. Ist das der Herzschmerz noch gewesen? Ja, ja. Ja, also. Golden Pain. Wir kommen hier nicht drum rum. Wir brauchen noch einen Gürtel und ja, vielleicht eine Schuhe brauchen wir auch noch. Ja, das ist der Gürtel schon mal hier. Ja, die Rüstung wird jetzt, aber die Rüstung ist halt auch. Also, ich weiß jetzt nicht, was mit der Rüstung los ist. Ja, aber wird die Rüstung überhaupt besser wegen den. Ich scheiße jetzt einfach drauf. Nö. Keine Ahnung. Nö. Okay, gut. Ja, dann haben wir es ja auch schon. In diesem Sinne, haut rein. Ja, bis zum nächsten Mal. Oh, alles alle Attribute, ne? Ja. Na ja, gut, war spannend sowieso. Die kommt mir gar nicht in den Teppich erst. Die braucht gar nicht erst die Haustüre betreten. Nee. Schwelle wird übertreten. Die wird ausgeräuchert. Ausgesperrt hier. Das Insekt. Wie heißt die Waffe eigentlich? Die heißt doch irgendwie so, ne? Irgendwie? Fliegen Insekten. Ne, Attribute. Aussehen. Stab des Schwarms. Sag ich doch, fliegen, Stab, Flug. Ja, die Waffe hat auch mit hohen Summen zu tun, wie wir beide beim Geld zählen. Könnte auch Summen wie Fliegenschwärme. Ja, jetzt hast du. Ja, also, ja. Oh! Ja, die nehmen wir. Da haben wir es doch. Da ist das Set doch schon mal komplett. Ja, dann gucken wir einfach mal im Zauberladen. Das Ding brauchen wir definitiv noch. Das haben wir schon, ja, und das nutzlose Schwert ist jetzt auch nicht mehr so useful, das brauchen wir nicht. Ja, das sagt ja auch schon der Name, ne? Ich weiß nicht, was du erwartet hast. Ja. Ne? Muss man auch so sehen. Eigentlich nix. Ja, also so, haben wir es doch. Da haben wir es doch, das geht jetzt schnelle Welle hier. Ja, ja, du, ja, also was soll da schief gehen, ne? Ja, wie Halbseiten Spastiker. Stark, ne? Fühle ich. Ja, die Episode, da kann sich der ein oder andere auch wieder getriggert fühlen hier. Aber das ist, ach nee, den wollte ich eigentlich mitnehmen. Aber ja, da muss man auch mal ein bisschen lockerer drauf sein, auch einfach mal. Auch mal ein bisschen locker sein hier. Locker vom Hocker. So, ja, wir brauchen jetzt nur noch hier einen Anhänger und dann, ja, aber nicht alle Attribute, und dann haben wir es eigentlich schon. Also, okay, aber mit Kupplung oder ohne? Den Anhänger. Weiß ich nicht, wenn ich dich damit abschleppen kann, dann mit sich gerne mit. Ja, stark, nee, doch, sehr gut. Nee, damit hättest du nicht. Ey, was ist hier mit den allen Attributen los hier? Also das lief jetzt bisher tatsächlich besser als erwartet, muss ich sagen. Sodass ich noch, wenn ich jetzt hier den Anhänger jetzt noch relativ schnell kriegen sollte, würde ich tatsächlich noch einmal für eine Waffe gehen. Oh, okay. Also dann würde ich bis zur nächsten Waffe blättern und gucken, was das für eine Waffe ist. Und je nachdem, wenn sie besser ist, nehme ich die. Und wenn nicht, dann ja. Dann halt nicht. Guck mal hier. Dann nimmst du trotzdem einfach. Dann ja, haben wir doch schon den Hänger. Jetzt machen wir mal hier eine komplette Steingewinnung. Warte mal. 418, was haben wir denn hier noch für Steine? 415? Was hier? Okay, dann müssen wir da raus. In eine Waffe nehmen hier. So, das Ding hier. Ich bin enttäuscht, dass da kein Fall420 mit dabei ist. Ja. Das ist leider nicht der Lifestyle. Edelstein, Sockel. So, Steingewinnung.
Zack. So, hier muss ich mich mal ganz doll konzentrieren. Steingewinnung. Boom. Zack. Bam. Und Steingewinnung. Ja. So. Und dann machen wir hier auch noch die Steingewinnung. Mensch, ich fühle mich hier wie so ein Bergbauarbeiter hier. Ja, also Minenschürfen so? Kennst du hier die in Alaska so, oder? Wo die das machen hier so? D-Max? Nö. Okay, gut, ich auch nicht. Klär mich auf, wie ein Klärwerk. Du, also, da sind halt Männer. Oh, ja, okay. Also Männer, weißt du? Also, nicht so Männer, sondern Männer. Ja. So Macher. Ja. Machertypen. Ja. Und die gehen in den Wald mit ein paar Maschinen. Ja. Und nicht nur sich selbst, also mit den Maschinen meine ich schon. Ich wollte eigentlich noch auf eine Waffe gehen eigentlich. Warum habe ich die jetzt schon? Ja, mach weiter. Nee, ich habe die jetzt schon equipped und Steinen und sowas alles gewonnen. Ach ja, schade. Ne? Aber kann man ja immer noch wechseln. Ne? Ach, scheiß drauf, ich bin ja gesponsert. Ja, erzähl weiter. Influencern. Erzähl weiter. Und wenn die dann die Maschinen mit den Maschinen im Wald sind, ja, dann schürfen die danach Gold. Und das war's. Ah. Also sind das so Gold, Digga. Ja, genau. Ah, okay. Aber also so gute halt. Nicht die an einen Pilzvorrat wollen, sondern einfach die guten. Okay, sympathisch. Ja, nee, finde ich auch. Ja. Habe ich Crush auf gehabt, ne? Echt? Nice. Ein bisschen. Was glaubst du? Wie siehst du jetzt die Chancen für eine Waffe, die jetzt noch besser ist? Dadurch, dass ich mein Horoskop raus. Dadurch, dass ich die ja jetzt schon equipped habe und Steingewinnung, denkt das Spiel ja, ich bin jetzt ja schon zufrieden. Genau, aber wenn du weißt, ja, bin ich zufrieden. Ich frag den Cousin. Vor Versace Boutiquen. So nämlich. So, da haben wir jetzt nämlich den Fall der Fälle. Jetzt soll ich dir vorher noch dein Horoskop vorlesen vielleicht? Ja. Was bist du denn? Waage. Okay. Ich wage zu bezweifeln, dass es keine gute Waffe ist. Also Überschrift ist schon mal emotionale Unterstützung. Really? Sie dürften sich heute geborgen fühlen, so als ob sie jemand liebevoll umsorgt. Okay. Oh, das habe ich heute nicht erfüllt hier. Was sagst du dazu? Das war's jetzt? Was? Ich würde noch mehr vorlesen, aber irgendwas mit Mitmenschen und besser verstanden, es macht dann nicht mehr ganz so viel Spaß. Du, also ich glaube, die Waffe, die guckt mich schon so dämlich an, das wird ein kompletter Reinfall. Ach so, ja, gleichzeitig steigen auch die Erwartungen, die sie an andere stellen. Das steht in deinem Horoskop, ich habe es nicht gesagt. Gut. Ja, also ich sag, ich mach's Konterauge, komm, das Konterauge ist Schmutz. Okay. Ja, ist Schmutz. Hab ich mal wieder recht. Haben wir gesagt. Ja gut, dann soll es nicht sein. Dann gut, ist das halt so. Wo hatte ich denn jetzt die Verbesserung? Auf 10er? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich mach mal. War nicht drauf geachtet. Ich mach mal 9er erstmal hier auf ganz gediegen. Ah, 9er. Zack. 9er. Dass es auch noch keinen Knopf gibt, dass man das alles gleichzeitig einfach hochskillen kann. Gute Idee, Penny. Reich ich gleich. Oh, was ist das denn? Oh, der ist noch alt. Ja. Aber auch noch neu. Oh, warte mal, die Rüstung. Hä? Haben wir ja, keine? Das war die Rüstung. Ja. Richtig. Ach, die hatten wir nicht. Die fehlt uns noch? Nee, die fehlt noch. Ich wollte jetzt schon in die Dungeons reingehen. Ja, gut. Doppelter Content, ne? Ab, rinnen in den Waffenladen hier. Ja, das, so geht das natürlich noch nicht. Also wenn, dann müssen wir uns schon hier... Kannst du doch gar nicht, ne? Ja. So. Gab's bei dir eigentlich eine schöne Gans zu Weihnachten? Nee. Ich bin über... Oh. Tja, anscheinend geht's manchmal ohne ein Auge besser. Also ich... denke mal auch, dass ich auf die 6 Stat-Punkte verzichten kann für die Spanne. Ich denke doch auch. Ja. Das würde ich einfach mal so sagen. Nee, ist scheiß drauf. Also die Kosten, bin ich aber auch kein Profi. Leute schlagen ihre Hände über den Kopf zusammen. Auch alleine, weil ich das ja jetzt auch wieder verbessert habe. 5-mal? Warum mache ich das 5-mal jetzt? Das ist die Waffe, die kostet immer ein bisschen mehr. Stein. Ja, Mensch. Das ist hier wieder der Profi-
der Profispielstil hier heute. Aber wir haben uns definitiv verbessert. So, nochmal verzaubern. Ja. Haben wir noch gar nicht gesehen. Das ist es. Ja, die Robe ist halt immer noch nicht neu, ne? Ja, und warum sind die Schuhe viermal? Hä? Ich habe doch alles auf 8 und das 5, 6 mal? Habe ich das nicht alles auf? Was ist das denn? Nee, nee, da ist was rigged. Also da würde ich mal Player anschreiben. Ja, ich habe mich nämlich gewundert, ich habe doch die Waffe auch auf 9 mal gemacht. Die habe ich nicht drauf geachtet, aber bei allen anderen Items war ich geistig anwesend. Ja. Gehe ich zumindest davon aus. Haben wir jetzt hier gerade, ne, ich glaube, oder es war einfach nur ein Server-Lag. Lack. Das ist ja ein bisschen gruselig auch. Aber auch ein bisschen komisch, weil deine Resis nicht wirklich runtergegangen sind vom Gefühl her. So, wenn ich das jetzt so im Vergleich sehe. Ich glaube, das hat einfach, ja, das nicht registriert irgendwie. Ja, ja, der war geistig nicht ganz auf der Höhe, ne? Sehr interessant, das Ganze hier. Ja, nee, das also. Nee, die brauchen wir nicht. Die Spanne ist auch okay, aber. Ja, jetzt eigentlich nur noch eine Rüstung und dann bin ich zufrieden. Digga, wie du da immer von getriggert warst früher, ne? Ich weiß, ich bin noch nicht triggert von sowas. Alter. Diese ganzen geilen Insider von früher, da muss ich sagen, vermisse ich auch so ein bisschen. Also, ja, so ein bisschen mal immer. Ist auch so, wenn ich das so beobachte, das habe ich auch bei Paul gemerkt, so dieser Kontakt zu anderen Leuten, das ist halt wirklich auch viel von Spiel abhängig irgendwie, ne? Was man gerade zusammen irgendwie zockt. Ja, ist schon stark, ne? Also wenn ich, ja, weiß ich nicht, also als Paul aus SF auch raus ist, habe ich auch kaum Kontakt nachher zu ihm so gehabt. Mhm. Natürlich hat man immer noch so die gleiche Bindung so, ne? Das ist ja bei dir und mir jetzt auch nicht anders so. Wir haben ja jetzt auch schon ewig nicht mehr gequatscht und trotzdem so auf der gleichen Wellenlänge wie der Silver Surfer oder Ja, kann man stehen lassen. Frequenzen von ja. Bin ich jetzt auch ein bisschen einfallslos heute hier. Nee, lass mal einfach so stehen. Wie Naturschützer, Bäume im Wald. Ja, aber ja, um nochmal zurückzukommen auf den Punkt wie Ausrufezeichen, ist es halt wirklich krass abhängig davon, was man halt zusammen zockt. So, und jetzt bist du halt auch ein bisschen weniger mit SF in Kontakt und ja, dann sind halt die Interessen halt auch einfach dein andere, ne? Ja, ich lade dich dann einfach mal demnächst zu einem Commentary von League of Legends ein, ne? Ja, wenn du wenigstens mal League of Legends Videos machen würdest. Das wäre ja noch, ne? Da, also, dann hat man ja noch wenigstens so ein Hobby, das so YouTube so mäßig. Da, also, ja, ich verstehe, wo es hingeht. Du, da, also, ich bin gerne mal dabei, dir bei einem Warwick-Guide zuzuschauen oder so. Ah, ja. Mhm. Mhm, ja. 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 Da hat jemand seine Research gemacht, ne? Digga, was ist denn jetzt hier eigentlich mit den Russis los? Ich bekomme hier. Fragst du gerade Elefanten im Zoo, oder? Ich bekomme hier nur alle Attribute. Kann doch nicht angehen hier, wie das gute alte Elektrogerät, wenn die Steckdose fehlt. Das sieht aber echt mager aus, was da gerade rumbeikommt, ne? Ja, nichts. Dumm ist das. Das Pustekuchen. Es ist dumm. Es ist dumm, was wir hier machen. Nee, Kinder, macht's nicht nach. Gar kein Bock drauf hier. Also, wie viele Stats sind das? 50, 60, 70, 80? Das ist schon ein bisschen. Das Stats sind das schon. Aber, naja, also für die Pilze. Du legst ja eh gleich wieder Dungeons, weißt du, mit dem Kit so, von dem her. Ja, ich weiß aber nicht, wie viel, weil auf der Stufe ist es schon so langsam. Ach Mensch, jetzt ist so mal. Hey, Mann, ich ruf gleich meinen Papa bei Player an. Klassiker. Ja, ich. Ein bisschen reingehen hier vielleicht auch mal. Bisschen Cooldown, weißt du? Ja, ein bisschen was anderes machen außer Schauen wir uns mal die Dungeon Meter an, was die Patch Notes gebracht haben. Ich könnte ja ein bisschen mal mit SF Tools so gucken, was jetzt hier liegen würde. Der liegt nicht. Malamogul ist der liegt nicht. Ja, nee. Vorhin hatte ich doch irgendwo ein paar Gegner, die fast gelegen hätten. Der eine da, weißt du? Oh, siehst du? Kickst du? Sehr schön. Der eine von den Game of Thrones Dungeons.
Ja, stimmt, da ist Potenzial. Da sehe ich das Streben nach Glück ganz weit nach oben. Tödlicher Anblick. Das ist auch ein Augeschmeißer hier. Mhm. Aber der ist aber machbar. Der hat das Konterauge auch schon gesehen. Der hat Bock. Siehst du? Schau mal, oh, hier, guck mal, der schlechte Küsser. Cosplay? Ja, als nächstes dann. Gamescom. Mhm. Wie sieht's bei dir Gamescom aus eigentlich? Boah, noch gar keine Pläne. Ich auch nicht. Noch. Ja, gut. Dann sind wir halt planlos, ne? Ah. Ist auch ein großes Investment, Gamescom. Bezüglich? Gamescom. Geld oder Zeit? Nee. Zeit, ja. Zeitinvestment. Ja. Ja, das stimmt. Bei mir halt auch spielt die Entfernung da auch mit rein, ganz schön. Ne? Ja, also bei dir ist ja 8 Stunden Fahrt oder so, 7? Ja, Stunden so. 7, 8 kann schon auch rechnen. Auch schon stark. Ja. Deswegen, das muss man sich auch dreimal überlegen. Vor allen Dingen mit den weiß ich nicht, Menschenauflauf wie in der Kannibalenküche da. Oh. Ja, da ist er doch. Oh, der ist Block. Den kennt er noch. Der ist auch. Den kennt er noch, ja. Der hat ein paar Pilze geschmaust. Kommen wir mal einfach mal hier rein. Ob hier irgendwas geht. Ansonsten Märchenturm könnte man auch mal ein bisschen reinschnuppern. Ein bisschen Gold. So, da haben wir es nämlich hier. Da haben wir nämlich Stufe 302 schon erreicht. Ja, so ein bisschen hat es ja hier schon was gebracht. Also, ja. Ich meine, ich weiß nicht, der nächste Legi Dungeon. Gut, ein bisschen dauert es noch. Hattest du eigentlich deine Waffe verzaubert, nachdem du die reingemacht hast, die neue? Ja, okay. Ja. Einfach nochmal hier. Ah ja. Ja. Ne? Siehste? So nämlich. Komm her. Muss jetzt auch mal sein. Jetzt aber hier. Happy. Ja. Schade. Das. Ich hab mir jetzt mehr vorgestellt, bin ich ehrlich mit dir. Ja, ich auch ein bisschen. Man könnte ja fast meinen, dass wir gewohnt wären, zu dem Zeitpunkt Runen zu besitzen, ne? Ich hab eine Idee. Oh. Einfach verbessern. Ne. Gott, schwere Not. Keine Ressourcen mehr. Ich habe mir jetzt tatsächlich da auch ein bisschen mehr vorgestellt, tatsächlich. Aber ich gebe mich noch nicht ganz zufrieden hier. Also, das zeigt doch wieder im Leben, wenn du zu viele Erwartungen hast, kannst du nur enttäuscht werden. Es zeigt halt auch einfach, dass es fast nicht worth ist, so viel Geld für das Spiel auszugeben, um ein paar Step-Punkte gut zu machen. So, für den einen oder anderen mag es vielleicht sein, ja. Aber insgesamt sieht man hier doch relativ gut, dass dies jetzt nicht so der Fall ist. So, wir gucken mal einen Märchenturm. So, da. Turm? Ja, der gute alte Turm. Weißt du, an was für Zeiten ich mich noch erinnern kann, als man seine Begleiter mit dem Turmgold quasi, was man aus den Etagen gekriegt hat, immer wieder gleich nachziehen musste? Ja, das war übel abfuck. Das ist eine gute Änderung gewesen, auf jeden Fall. Dass sie hier. Ja, dass die automatisch mitleveln, ey. Aber vor allen Dingen, was die ganzen Late-Game-Chars da an Gold reingesteckt haben, was sich die ganzen neuen Chars jetzt alle sparen können, so, ne? Ja. Das ist schon heftig. Ja. Und dafür sind die ganzen Late-Game-Chars halt jetzt schon deutlich weiter voraus, was. Oh, da geht. Oh. Deutlich weiter voraus, was XP angeht, ne? Das wird halt nie wieder eingeholt werden, so. Ja, das auf jeden Fall. Auch mit der Gildenhydra später im Late-Game, ne? Ja. Stackt schon sehr stark. Das ist heftig, was da noch an XP rumkommt. Schon krass. Und vor allen Dingen, was man jetzt an Gold auch farbt, ne? Das, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber die Goldgrube. Ja, die ist jetzt für 300 Millionen bei mir. Auf Max. Ja, also da, das braucht er schon ordentlich. Und da verpasst man jetzt auch nachts über nichts mehr. Wodurch die ganzen, ja, Late-Game-Chars ja noch mehr Kohle machen quasi, weil das ja schon innerhalb von 1-2 Stunden bei den meisten immer voll ist, weißt du? Ja. Das carried auch gut rein. War Strider so einer, der immer sofort abgeholt hat? Weil der war doch so hart im Grinden, der hat doch alles raus optimiert, was optimieren ging. War der so einer, der sich dann nachts Wecker gestellt hat? Oder? Keine Ahnung, ob es jetzt so der Wecker gewesen ist. Ich kann es dir nicht sagen. Also viele, oder ob es denn der Greifendrache war, der dann gemolken worden ist.
Also, Klassiker. Ja, also so Leute wie Strider, die richtig Kohle haben, also da merkt man das dann halt auch, ne? Dass da halt auch noch mehr als die Goldgrube passiert. Aber mittlerweile komme ich da auch ganz gut ran. Also ich weiß jetzt gar nicht, ich war, glaube ich, auf Platz 26 oder so, weltweit jetzt letztes Jahr mit den meisten Skillpunkten. Also verskillt, so innerhalb von einem Jahr. Das ist stark. Ja. Also fand ich auch, ich hab auch wirklich echt krass, oh nice. Oh, da ist der Happy. Echt krass reingegrindet. Ah, Schmutz. Oh, doch kein Schmutz. Nimm es zurück. Ja, kann man schon mal machen hier. Ja, kann man auch mal hier so ein bisschen investieren in die Begleiter. Oh, zack. Meinst du, es ist der Call jetzt hier, oder wie? Nö, überhaupt nichts, bringt eigentlich gar nichts. Ja, gut, finde ich auch. Aber, gerade stark, einfach alle Attribute-Item besser als der komplette Rest gewesen. Jedes bisschen zählt. Jedes bisschen Klassiker bei den Begleitern, Klassiker. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier nochmal kurz für eine Rüstung gehen soll. Bis zum nächsten. Doch nochmal. Ja, nochmal ganz kurz bis zum nächsten Epic. Ja. Lass dich da auch nicht unterkriegen. Ne? Das lassen wir sein. Gibt sowas, nennt sich Spielsucht, aber lass dich doch nicht. Ja, da haben wir, glaube ich, ein knappes Stunde-Video drüber gemacht. über Sucht in Shakes and Fidget. Sehr, sehr interessante Thematik auf jeden Fall. Ey, komm, da muss jetzt nochmal, ich will hier nochmal ein bisschen zum Schluss, ich verskill jetzt mein Gold. Jetzt reicht's. Oh, jetzt ist die Reißleine gezogen, Jungs. Jetzt ist Schluss. Nee, also den wollen wir nicht. Ja, war's nicht. Bisschen muss hier jetzt aber noch gehen, hier zum Schluss. Ja, ich meine, wie gesagt, auf der Stufe zu leveln ist halt auch gar nicht mehr so einfach. Aber ein bisschen muss ja jetzt noch hier kommen. Wir haben jetzt hier ein gutes Investment schon getätigt. Da müssen wir jetzt. Ich auch gerade wieder Vibes hier von meinen. Ich muss unbedingt Stufe 300 und drück 1500 Pilze rein, ne? In den letzten. Oh. In 13. Stock. Da nämlich. Oh, so. Wenn du die OG-Sache erwähnst. Sucht befriedigt, auf jeden Fall. Ja, wenn wir jetzt noch den Endboss kriegen hier, dann sind wir gut unterwegs. Aber wir sind so schon gut unterwegs. Wir haben jetzt schon ein paar Level gemacht hier. Was ist da angefangen? 299? Ja, fast 300. Also ja, das. Also, ja! Ja, ja. Nee, doch, fühle ich. 1,8. Nee, das fühle ich nicht. Ja, ich hätte jetzt mehr so eine Geschickwaffe gefühlt, irgendwie. Irgendwie. Mach ich jetzt einfach. So. Ja. Frech von dir. Also wir sind jetzt schon mal auf einem guten Weg Richtung, ne, 400. Also, was meinst du persönlich so zur Challenge? Schaffe ich das bis zum 6.6.2023? 6. Stufe 400? Ich bin auch, also ist ja schon ein bisschen her, dass ich mal ein Schaf von 0 auf 100 gespielt habe. Ja. Oh! Ja, ja, und du, gut. Was sagst du? Sieht gut aus, ne? Du hast halt auch noch einen Wirbelwind, ne? Das ist halt, ich finde, der ist ein Rieseninvestment, muss man sagen. Ja. Und es kommen auch noch die ganzen Schatten-Dungeons dann noch mit dazu. Die Frage ist, wie viel, ne? Ich sag, der Bart bleibt dran. Bart bleibt dran. Ja. Wenn du mal mit dem Arena-Manager ein bisschen weitermachst. Ja, ich habe mir zur Challenge gemacht, ich spiele ohne. So auf richtig Hardcore. Ja, aber du willst schon aber auch als Babyface rumlaufen, oder wie? Nicht zwingend. Okay. Ja, dann. Ne? Siehst du, ich gebe ja hier schon mein Bestes. An das Horrorhaus kann ich mich zum Beispiel schon wieder gar nicht mehr erinnern. Ich habe bloß noch den Anime-Dungeon im Kopf. Ja, gut, da hast du aber auch den meisten Bezug zu, ne? Ja, das habe ich unter der Haut. Ja, ja, quasi so über der Haut, oder? So. Buchstäblich. Ja. In der Haut. In der Haut. Du hast eine in der Haut? Excuse me, I'm drowning. I'm under the water. Ja, also. Ah, der Küsser, der wollte vorhin eigentlich noch. Meinst du? Ja, der wollte mir eigentlich noch einen Schmatzer geben hier. Da habe ich eine 5 gesehen. Ja, guck dir das an. Das kann was werden hier. Ich will mal Da gehen noch ein paar Dungeons hier, Mensch. Nee, Mein Gott, Walter! Da muss jetzt aber hier noch ein bisschen hier. Ein bisschen muss noch rein eskaliert werden hier in die Olga hier. Oder? Ach, da habe ich einen Reiterorgeln, der war Block. Der war Block. Der hat mir meine Familie gestohlen.
Also so viel geht jetzt eigentlich schon fast gar nicht mehr. Wir müssen halt hier weiterkommen, um den nächsten Dungeon freizuschalten. Und der wird dann auch wieder hart. Hardcore Gladiator. Apropos Gladiator. ja, nee, da haben wir zu wenig Seelen für. Da müssen wir noch ein bisschen... Müssen wir noch mal ein bisschen unseren Dönermann des Vertrauens anhauen. Unsere Seele müssen wir da mal ein bisschen verkaufen. Oh, jetzt eine Seele mit Mais. Uff. Was, eine Seele? Kennst du nicht? Nee. 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 Kann man Abstimmungen bei YouTube in den Kommentaren machen? Nee, geht nicht. Schade. Kann ich 2 Kommentare reinschreiben und die anderen Leute liken das hoch? Nee, lösche ich. Schade, ich mache mit 2. Account. Oh, okay. Genau. Outplayed. Da hast du mich outplayed jetzt. Ja, jetzt siehst du. Ja, nee, ist das sowas wie ein Brötchen oder sowas? Seele? Seele ist quasi eine Art, also kann ich dir so aus Pizzateig quasi und ähnlich geformt wie eine Pizza, bloß halt nochmal, oder eine Calzone eher. Sag mal Calzone, kennst du ja, oder? Ja. Ja, und das ist ähnlich, bloß dass in der Mitte ein bisschen mehr Platz ist quasi und da dann so Dönerfleisch ist und zum Beispiel Zwiebeln oder so. Ah, okay. Oder ein bisschen mit Käse überbacken. Ich sag's dir, Mashallah. Ja gut, ich vertraue dir, du bist da ja so ein bisschen kulinarisch auch bewandert. Ja, ja, bei Schnelllieferer, bei Fastfood kenne ich mich aus. Ja, hier. Nein, wir haben kein Gold. Oh, da muss dann doch nochmal eine Torm gegangen werden fürs Gold. Oh, oder man nimmt einfach, oh ja doch, da ist gut was zusammengekommen. Mhm. Den Play habe ich gar nicht kommen sehen. Ja, ob das auch alles immer so sinnvoll ist, das ist die andere Frage. Aber ja, so tryhard spiele ich jetzt hier auch nicht. So, ne? Was wollte ich eigentlich? Ja, ich wollte nochmal auf eine Rüstung gehen. Ich werfe hier nochmal kurz die Spielsucht in den Raum. Nee. Ach, ich habe auch keine. Also wirklich. Der mentale Zerfall. Ja, wirklich. Also hier komme ich auch nicht mehr weiter. Nee, ich glaube, das war's heute. Ich glaube. Sagst du Schicht im Schacht? Ich weiß nicht, was hier die Dauerschleife sagt. Nee. Banksy Boy ist es nicht. Nee, da ist ja noch gar nichts. Just me, fam, you're not that guy. Ich weiß nicht, hier jetzt blockt irgendwie gerade alles. Irgendwie ist jetzt gerade alles gegen mich hier. Die ganze Welt gegen dich. Ja. Nee, es soll glaube ich, heute auch nicht weitergehen. Großartig. Hätte gedacht, hier zumindest hier im Märchenturm noch ein bisschen. Aber Dukaten, weißt du? Ist ja schon. Das ist da noch eine Etage, aber auch nicht so wirklich. Oh, doch, guck mal hier. Wie jetzt? Ein Etagchen ist sich hier noch ausgegangen hier. Steingewinner. Das Etablissement hat dich nochmal belohnt, oder wie? Ja, die Tafel hat noch auf hier. So, mal gucken. Ist ja immer so das Ding nach einem gelegten Gegner. Es geht danach noch was, ne? Ja, könnte halt, ne? Wenn man so ein bisschen Glück. Glück. Das gute alte Glückstein. Grüß gehen raus an Taul Perra. Ob der noch sein Bild zu stehen hat? Bei mir stehen noch deine Bildchen hier auf dem Regal immer noch im Hintergrund. Boah, alles süß. Auf OG-Basis. Die haben auch was, weißt du? Ja, das war schon echt süß. Das war, wo du mir die übergeben hast da in unserem Hotelzimmer, wo wir uns das erste Mal gesehen haben in Köln. Ich hätte die Story jetzt anders erzählt, aber wir uns im roten Mondschein unseres Bades innig in die Arme gefallen sind. Ich glaube, wir machen heute Feierabend. Nee? Wie jetzt? Nee, ich glaube, hier geht heute nichts mehr großartig. Ich glaube, ein paar Pilze müssen wir uns ja auch noch aufbewahren. Wir haben ja heute noch nicht so viel ausgegeben. Nee, man muss auch mal human sein, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen ja noch unseren Daily Stuff machen. Aber ich denke mal, für die Folge war das, denke ich mal, würdig. Also würde ich mal behaupten jetzt so. Okay. Dass das eine XXL Epic Event Oldschool Folge von damals... Ja, zumindest nahe kam. So. Ja. Was haben wir denn noch hier? Ja, Unterwelt, gut. Das ist jetzt auch nicht mehr der so spannendste Teil. Das kann ich mir auch eigentlich sparen hier. Komm. Aber hier fix, spammen wir durch, drauf geschissen hier. So, ja. Aber wir haben es geschafft, ein paar Level aufzusteigen. Ja. Mhm. Also ein bisschen, ja, doch.
Oh, ist guter Progress. Hier haben wir ein bisschen was. Hier geht's weiter. Da. Naja. Haben wir doch geschafft, wieder ein bisschen uns hochzukämpfen hier. Und ja, ich muss sagen, ich habe die Gilde schon ein bisschen lieb gewonnen. Aber nach 200 Tagen ist bei mir halt hier Schluss. Schicht im Schacht, weil das ist hier mein vierter Server mit IO 1, 5. Und ich spiele eigentlich 3 und 3 sind mir schon zu viel. Ja, sehe ich genauso. So, deswegen, ja. Aber die Gilde weiß auch schon Bescheid nach dem 200. Tag. Da ist hier bei mir Feierabend. Ja, gut. Das war's soweit mit der Folge, mit dem Epic Event. War sehr cool gewesen. Hat mich gefreut, dass du auch wieder am Start gewesen bist. Wie, ne? Wie wer? Marathonläufer. Ja? Ja. Und, nee, ich bedanke mich natürlich auch, dass ich hier sein durfte. Ich hatte, es war mir ein Fest. Und die Leute in den Kommentaren können mir bestimmt bestätigen, dass eine Seele mit Mais und Käse überbacken definitiv ein Besuch beim Dönermann wert ist. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal vielleicht. Ja, wenn du das nächste Mal dann irgendwann wieder mit dabei sein willst. Ich weiß bloß nicht, wann das nächste Mal Epic Event sein wird. So, ne? Aber können ja auch mal zu irgendwas anderem. Du, also es liegt ja jetzt nicht daran, dass es in 4 Wochen sein muss, ne? Also, ich meine, so kann ja immer mal so sein, einfach da, ne? Sieht man dann ja. Kann man sich auf sich zukommen lassen. Safe, safe, auf jeden Fall. Wie Züge. Wie Autos bei einem Zebrastreifen. Okay. Ja. Ja. Nee, ich glaube, ich habe Berlin gut beschrieben. Ja, damit würde ich sagen, war es das soweit für uns. Wir gehen euch nicht mehr weiter auf den Sack. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke nochmal an Payne. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin auf deinen Lebensweg und dass du auch irgendwann, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen aus der Kluft rausgeklettert kommst. So. Schauen wir mal. Aber ich glaube, der Abgrund, der reißt dich immer so ein bisschen runter. So, ne? Schwer. Nächste Folge dann Netflix, ne? Das Leben aus der Sucht. Ja. Es ist überall. Ob in League of Legends oder hier in SF, die Sucht kickt. Ja, du kannst dich nicht davon befreien. Das ist ein neuer Fußballverein. Die Sucht kickt. Ja, gut. Aber ich würde sagen, dass bevor wir hier uns noch weiter hier im Kreis drehen, wie unser Planetensystem. Ja. Oder bei Burnout. Schön beim Burning. Schön im Kreis drehen. Ja, schön die guten Donuts, ja. Ja. Wie bei Dunkin. Ne? Werden wir uns jetzt hier auch langsam aus dem Staub machen, wie Wirbelstürme. Wie Vater Morgan. Oh, auch gut, ja. Und heißt es einfach nur. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Mhm. Tschüss.